Hallo und herzlich willkommen zu diesem Tutorial. Hallo! Heute zeige ich dir, wie du in CapCut ganz einfach einen Film schneiden kannst. Ich zeige dir, wie du Texte anlegst, Übergangseffekte einbaust und wie du deinen fertigen Schnitt für YouTube oder Social Media am Ende ausgeben kannst. Okay, cool! Bevor wir starten, gehen wir in die Einstellungen, um dort ein paar Anpassungen vorzunehmen. Hier können wir jetzt unseren Ordner auswählen, wo er unser Projekt hinspeichern soll. Das habe ich bereits getan. Unter Cache kann ich dann sagen, dass er meine Cache-Dateien automatisch nach 30 Tagen löschen soll. So entsteht nicht zu viel Datenmüll. Wenn wir jetzt hier oben auf Edit gehen, ist hier standardmäßig die Framerate 30 Frames per Second eingestellt. Da wir uns hier im PAL-Raum befinden und der Standard hier 25 Frames per Second sind, stelle ich hier 25 Frames per Second ein. Falls euer Rechner nicht genug Leistung hat, würde ich euch empfehlen, euch die Proxys einzustellen. Dann rechnet er automatisch eure Filme, während ihr damit arbeitet, runter, spielt sie aber in der großen Qualität aus. Ihr könnt auch hier den Ordner bestimmen, wo ihr eure Proxy-Files ablegen soll. Und unter Language kann ich anschließend hier die Sprache auswählen. Ich wähle hier mal die Sprache Deutsch, muss dann kurz das Programm neu starten und habe dann aber mein Programm auf Deutsch. Save. Ich sage hier Restart und er startet jetzt das Programm auf Deutsch. Nun wollen wir starten. Wir gehen dafür hier oben auf Projekt erstellen und kommen dann hier in folgendes Fenster. Nun können wir uns überlegen, für was unser Video ist. Wenn wir es im Hochformat für zum Beispiel TikTok oder Instagram hochladen wollen, dann müssten wir es auch im Hochformat anlegen. Wenn wir es für YouTube ausspielen möchten, dann müssten wir es im Querformat anlegen. Das können wir machen, wenn wir hier auf den Punkt Ändern gehen unter Einzelheiten. Und hier auf Seitenverhältnis klicken, dann können wir hier angeben, ob unser Bild 16:9 oder eben 9:16, wir sehen das auch, Hochformat oder Querformat sein soll. Ich lege mein Projekt jetzt mal im Querformat an und tue mal so, als ob ich es für YouTube schneiden würde. Wir können natürlich auch hier unter Benutzer definiert unsere Einstellung manuell vornehmen. Wenn wir zum Beispiel ein Video in 1:1 machen wollen würden, könnten wir einfach 1080x1080 eingeben, ansonsten ist das Querformat 1920x1080. Unter Leistung könnten wir jetzt nochmal sagen, dass er unsere Proxys aktivieren soll. Das machen wir aber nur, wenn unsere Rechnerleistung nicht ausreicht. Hier oben können wir nur noch einen Namen vergeben. Ich nenne das mal CapCut-Tutorial-Video. Ich gehe hier auf Speichern und nun können wir beginnen, unser Material zu importieren. Wenn wir nun Material importieren möchten, können wir hier einfach auf das Plus klicken und unser Material aussuchen. Oder wir können es per Drag und Drop einfach hier unsere Ordner reinziehen. Ich habe hier noch einen Ordner Audio, den ziehe ich hier auch rein. Und jetzt habe ich mein Material in mein Projekt gezogen. Ich kann hier meine Ansichten ändern, Gitter oder Liste. Und wenn ich jetzt hier in meinen Ordner Footage reingehe, dann sehe ich hier meine ganzen Filme. Falls ihr keine Ordner angelegt habt, ist es auch egal, dann seht ihr hier direkt in der Übersicht eure ganzen Files. Jetzt möchte ich mir mein Material angucken und dann der Reihe nach hier unten reinziehen. Ich gehe auf meinen Footage-Ordner. Wenn ich zurückgehen möchte, kann ich hier einfach auf Alle gehen und dann komme ich zurück in meine Hauptansicht. Ich möchte jetzt aber in meinen Footage-Ordner. Nun kann ich mir die Videos hier im Player anschauen, indem ich hier einmal draufklicke. Wenn ich hier auf dieses Symbol gehe, dann kann ich mir das im Fullscreen angucken und kann hier mit der Maus, wenn ich diesen Abspielkopf anfasse, vor- und zurückgehen. Nun überlege ich mir, mit welchem Video ich anfangen möchte. Ich möchte vielleicht mit diesem Fernseher hier starten. Ich möchte aber nicht das ganze Video unten reinziehen. Ich kann hier, wenn ich hier drüber gehe, über die Ecken, sehe ich schon, kann ich mir hier das schon zurechtschneiden. Hier oben erscheint auch so eine Schere. Und ich ziehe mir nur den Teil rein, den ich haben möchte. Nun habe ich meinen Clip hier unten in meinem Schnittfenster. Hier kann ich jetzt rein- und rauszoomen, indem ich die Command bzw. bei Windows die Steuerung-Taste drücke und mein Scrollrad betätige bzw. auf der Tastatur Plus und Minus drücke. So kann ich hier rein und rauszoomen und kann ein bisschen besser erkennen, was ich hier mache.
Auf der Leertaste kann ich hier wieder mein Video abspielen. Wir hören uns das mal an. Wenn ich dieses Audio jetzt hier rauslöschen möchte, kann ich mit einem rechten Mausklick hier auf mein Video gehen und kann sagen Audio extrahieren. Und wir sehen, ich kann jetzt hier draufklicken und kann das mit der Entferntaste einfach löschen. Jetzt hätte ich mein Video ohne Ton. Nun können wir unser Video natürlich noch zuschneiden. Dafür gibt es zwei Möglichkeiten. Die erste Möglichkeit wäre hier oben links auf dieses Symbol zu klicken und hier unser Rasierklingenwerkzeug zu nehmen. Dann können wir an eine Stelle gehen, wo wir schneiden möchten. Zum Beispiel hier, wo er gerade die Hände hochnimmt. Und dann hier drauf gehen und dann mit der linken Maustaste einen Schnitt setzen. Jetzt könnte ich hier mein Auswählen-Werkzeug wieder nehmen. Wir sehen auch die Tastaturkürze hinter. Das würde ich mit A auswählen. Und könnte das jetzt hier löschen und er wird mir das ranziehen. Ich mache das mal rückgängig. Die gleiche Aktion können wir natürlich auch schneller machen, indem wir hier einfach über die Schnittkante gehen. Wir sehen, dann erscheint hier so ein Balken mit zwei Pfeilen nach links und rechts. Und ich könnte mir das jetzt hier einfach zuziehen auf die Position, wo ich möchte, dass mein Video startet. Und er zieht mir das jetzt hier vorne ran. Wenn ich mein Video jetzt auf die Länge geschnitten habe, auf der ich es haben möchte, dann könnte ich jetzt weitermachen und hier weitere passende Filme raussuchen. Hier diese Aktion kommt uns bekannt vor. Ich hatte das Video eben so lang gemacht, dass er die Arme oben hatte. Ich probiere beim Schneiden immer in die Bewegung zu schneiden. Das heißt, ich probiere immer die Bewegung wieder aufzunehmen. Und ich würde an den Punkt gehen, wo sie die Hände oben hat. Und wenn ich dieses Video mir jetzt hier unten reinziehe, ich habe mir jetzt auch wieder quasi das schon zurechtgeschnitten. Ich ziehe mir das hier wieder rein. Dann funktioniert dieser Übergang ganz gut. Wir sehen das, er hat hier die Hände oben und es geht weiter mit ihr, die dann die Hände runternimmt. Vielleicht reicht es mir, dass sie hier einmal runtersteigt und ich möchte dann wieder umschneiden auf ein weiteres Bild, wo ich die Bewegung mitnehme. Auch hier, ich zoome jetzt mal hier ein bisschen raus, kann ich meinen Clip mir natürlich dann hier auf die Länge ziehen und will jetzt gucken, was wir noch für Videos haben. Hier ist sie mit beiden Beinen runtergestiegen. Das heißt, ich könnte jetzt hier dieses Video einbauen. Und würde hier an eine Stelle gehen, wo sie mit beiden Füßen auf dem Boden ist. Wo sie hier vielleicht gerade ankommt. Und kann mir das jetzt hier auch reinziehen. Ich suche mir hier das nächste Video, was ich einbauen möchte. Und gucke, wo geht sie hier mit dem rechten Fuß hoch. Hier geht sie mit dem rechten Fuß hoch. Und kann mir das jetzt auch einbauen. Und ich glaube, ihr seht, wie man hier sich dann diesen Schnitt aufbauen kann. Natürlich haben wir auch die Möglichkeit, Clips zwischen unseren Clips einzufügen. Wir können zum Beispiel, wenn wir jetzt nochmal ein anderes Video hier einfügen wollen, könnte ich hier auch den In- und den Outpoint setzen und mir das hier zwischenziehen. Wir sehen, die anderen Clips springen nach hinten und ich kann mir das jetzt hier reinlegen und habe das jetzt dazwischen eingefügt. Natürlich kann ich mir die Clips auch, zum Beispiel B-Roll-Material, auf einer weiteren Spur ablegen. Das tue ich, indem ich einfach hier in die Spur darüber gehe und loslasse und er legt mir dann eine zweite Videospur an. Ich mache das alles rückgängig. Jetzt möchte ich noch Musik unter meinen Film legen. Dafür gehe ich hier wieder zurück in meinen Alle-Ordner, gehe auf Audio und gucke mal hier in Musik, was ich für Musik habe. Hier liegt ein Track ab. Den ziehe ich mir einfach mal unter meinen Schnitt und kann mir den hier auch zurechtschneiden. Ich möchte, dass der hier vorne direkt startet. Ich kann mir diesen Track jetzt, der ist relativ lang, ich kann mir den jetzt hier wieder kürzen auf meine Länge des Schnitts und könnte den jetzt relativ einfach hier hinten ausfaden, indem ich hier
über diesen Punkt gehe und mir den hier so zuziehe. Und wir hören, dass das hier zum Ende langsam ausfadet. Wenn wir unseren Film für TikTok nutzen wollen, dann können wir natürlich auf die Audio-Library hier oben zugreifen. Weil hier die Rechte geklärt sind, können wir diese Musik für unsere TikTok-Videos verwenden. Das gilt allerdings nur für Videos, die auch auf TikTok benutzt werden. Falls unsere Musik zu laut ist, können wir sie hier einfach, wenn wir hier rübergehen, pegeln, indem wir hier den Pegel etwas nach unten ziehen. Und wir sehen hier auch schon in der Ansicht, wenn es oben rot ist, dann schlägt es so weit aus. Das heißt, wir ziehen es so weit runter, dass es hier quasi nicht mehr orange ist. Und dann haben wir unseren Song ganz gut gepegelt. Natürlich geht das ja auch hier oben über die Lautstärke in euren Effekteinstellungen. Wenn wir unser Video jetzt zum Ende noch ausblenden möchten, dann können wir es auch machen, indem wir hier auf unseren letzten Clip klicken und können dann hier in unseren Videoeinstellungen unter Deckkraft einen sogenannten Keyframe setzen bei 100%. Wir sehen das, der erscheint auch hier unten in unserem Schnittfenster. Und wenn ich jetzt zum Ende des Clips gehe und hier den Regler runterschiebe auf 0, dann sehen wir, was passiert. Er animiert das jetzt quasi zwischen diesen zwei Keyframes und blendet das Bild hier aus. Falls wir noch andere Effekte verwenden möchten, können wir hier auf Übergänge gehen und finden hier dann links unter Angesagt Übergänge, die man gegebenenfalls benutzen kann. Ich kann die einfach anfassen und mir hier runterziehen auf die Schnittkanten. Wenn mir der Effekt nicht gefällt, dann kann ich den einfach anklicken und mit der Entferntaste wieder rauslöschen. Und könnt jetzt hier gucken, ob ich vielleicht einen anderen guten Effekt finde, der passt. Ich ziehe mir jetzt den mal drauf. Und so einfach können wir uns hier Übergänge reinbauen. Wenn wir nun mit Text arbeiten möchten, dann können wir auf unseren Reiter Text gehen. Und wenn wir hier auf den Punkt Angesagt gehen, dann sehen wir hier einige Vorlagen, die man nutzen kann. Hier zum Beispiel sowas 2 Hours Later, verschiedene Subscribe-Buttons. Und ich suche mal einen Text raus, der gegebenenfalls hier in mein Video passen könnte. Ich kann mir den dann einfach nehmen und mit Drag und Drop auf meine zweite Spur hier ziehen, also über mein Video. Okay, der ist jetzt noch ein bisschen lang. Wir können ihn jetzt einfach wieder hier hinten anfassen an der Schnittkante und können uns den auf die Länge unseres ersten Clips ziehen. Und dann verschwindet der mit diesem Effekt hier. Jetzt möchte ich diesen Text vielleicht noch anpassen. Ich kann den dann einfach anklicken und dann sehen wir hier oben Today's Workout. Vielleicht möchte ich, dass das stehen bleibt und statt Finish soll da aber stehen Aerobic. Aerobic. Wenn wir mit der Bearbeitung fertig sind, klicken wir hier einfach mal rein und gucken uns das Video jetzt mal an. Und haben jetzt hier einen Titel gebastelt. Natürlich könnte ich jetzt hier zum Ende mir noch so einen Like-Button einfügen. Auch die gibt es hier vorgefertigt. Oder so einen Subscribe-Button. Und auch den kann ich mir einfach dann hier quasi ans Ende des Videos legen. Der ist jetzt ein bisschen groß. Ich kann mir den hier oben, wenn ich da drüber gehe, einfach kleiner ziehen. Kann mir den hier irgendwie in die Ecke schieben. Und da soll jetzt vielleicht auch nicht Subscribe stehen, sondern Abonnieren. Und er soll vielleicht hier ein bisschen kürzer sein. Falls wir noch die Geschwindigkeit unserer Clips anpassen möchten, können wir das hier oben unter Geschwindigkeit machen. Auch da kann ich sagen, der soll hier vielleicht doppelt so schnell ablaufen. Und dann kürzt er uns den ein. Und wir sehen, was passiert. Möchte ich in diesem Fall auch nicht. Ich mache das rückgängig mit Steuerung bzw. Command Z. Wenn wir unser Video jetzt exportieren möchten, müssen wir darauf achten, dass wir hier, wenn wir tatsächlich Effekte draufgelegt haben, dass das keine Effekte von der Pro-Version sind, weil die Pro-Version zusätzlich Geld kostet. Das heißt, ich würde diesen Effekt jetzt hier rauslöschen und würde jetzt auf Exportieren gehen
und kann jetzt mein Video hier exportieren. Jetzt kann ich hier oben meinen Namen noch anpassen, kann einen Ort auswählen, wo ich das Video hin exportieren möchte. Ich packe das in meinen Exportordner. Ich nehme die empfohlene Bitrate, das passt für mich. Und ich wähle hier den H264-Codec, weil das der gängigste Codec für Komprimierungen für Online-Videos ist. Als Format möchte ich hier ein MP4 einstellen. Meine Framerate passt so. Wenn ich das alles eingestellt habe, gehe ich hier auf Exportieren. Und er spielt mir mein Video aus. Ihr könnt nun euer Video von hier direkt teilen oder es in eurem Exportordner aufrufen. Und dann manuell hochladen. Falls du noch Fragen hast, stelle sie gerne in den Kommentaren. Ich werde probieren, sie dann zeitnah zu beantworten. Vielen Dank und bis bald.